Okay, hallo, da sind wir wieder bei Trine 2. Diesmal ist es Folge 7. Ja, Folge 7, nicht falsch beschriften. Und wir mussten gerade nochmal alle neu spielen, weil ihr Spiel abgestürzt ist. Ja, Yay. Aber, warte. Ich speichere jetzt einfach mal. Spiel speichern. Und das klappt. Au. Entschuldigung. So, ich habe gespeichert. Das ist schön. Weiter kann es gehen. Wie du, kriegt man das denn jetzt du auf? Du musst hier? Hier bitte auf meine Plattform kommen und dann müssen wir mehr oder weniger simultan springen. Das ist Ach, da oben müssen wir lang. Ja, mehr oder weniger, da ist ein Schalter. Habe ich gerade schon gesehen. Soll ich den Schalter öffnen? Wenn du magst, kannst du den Schalter ja. Oh! Ja. Da ist ein Schalter. Können steckt mir hier neu. Ah! Okay, hast du jetzt auch gerade das Bild auf die Tür? Ja. Ich bin hochgesprungen. Warum steht denn jetzt... Warte, ja nicht zu dir. Wacken. Wacken? Oh. Was, kacken? Nein, wacken habe ich verstanden. Nein, ich habe gesagt, hab ihn. Ach so. Mhm. So, weiter geht's. Yay. Wir werden jetzt übrigens nach jeder Folge abspeichern, denke ich. Ja, ich würde nach sagen. Bosskampf aus, oder? Bosskampf oder Ende des Levels? Weißt du, eine Minute 35, wir hätten Ende, noch des, Levels. Ende des Levels hinkriegen können. Ja, ist ja gut. Oh, Bosskampf. In Deckung. Oh mein Gott. Ich bin schon weggelaufen. Sieht man da gar nicht mehr. Wer auch immer in dem Haus lebte, es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen. Aber ich finde ihn gar nicht so schrecklich, der sieht echt hübsch aus, der Drache. Ja, so ein bisschen chinesisch. Ja, ich würde Start drücken, ja? Hab schon. Okay. Ich dachte, jetzt kommt ein Boss. Oh Gott. Vielleicht redet er mit uns. Oh, der macht Licht an, ist ja nett. Endlich ein würdiger Gegner. Warum greift er nicht an? Den kann man nicht angreifen. Ja, dann greift doch auch nicht an. Der greift uns gerade nicht an. Der ist größer als wir und der will uns nicht töten. Warum? Wir müssen auf ihn rauf, oder? Warte. Okay. Was? Etwa eine Illusion. Wo ist der hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, ha? Pontius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Okay. Wie er auch sagt, dass es eine Illusion war. Was? Wie er selber gesagt hat, dass es eine Illusion war, nachdem ich gesagt habe, es war eine Illusion. Ja. Ich bin der Zauberer, voll und ganz. Okay. Du bist der ja, dicke stimmt, Ritter. Eigentlich bist du es wirklich nur der Zauberer. Du bist der dicke Ritter. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Warte kurz. Stimmt, ich hatte auch eins. Oh, da kommen Gegner, oder? Nee. Nee. 3 Punkte hat er. Ich hoffe mal für den Dingens, dass ich 2 Objekte machen kann. Metallmagnetisierung, meinst du, das macht Sinn? Ich habe immer noch keine Ahnung, was das sein soll. Bestimmt braucht man das. Für irgendwas. Zum Beispiel, guck, dieses Ding könntest du denn, weil das ja mit Metall ummantelt ist, was hier oben rumhängt, magnetisieren vor allen Dingen. Und dann irgendwie nach links oder rechts drücken. Ja, jetzt ist die Frage, mache ich Ditte oder lasse ich Monster schweben? Da könnte ich mir dann nämlich... Nee, mach das Metallding in sich. Ja gut, dann muss ich aber noch ein Level warten. Ich habe jetzt 3 Punkte, 4 kostet das. Also unten kann ich eine Kiste hinmachen. Kann ich Zwickkisten hinmachen? Ja, ist perfekt. Oh shit. Du schaffst es nicht trotzdem noch töten zu lassen. Bitte? Nein, ich hab nichts gesagt. Würde dir auch raten, nichts zu sagen heute. Nee, nee, nee. Sorry. Alles gut. Was ist mit der Kugel? Die kann ich anhalten. Würde die ja irgendwie abreißen oder so. Ja, aber da können wir ja nicht rauf. Ich brauche noch eine Kiste. Kriegst du? Ja, also komme ich ja nicht darauf. Na klar. Doch. Toll. Sonst noch was da oben? Nee, war.
Nee, sonst habe ich alles eingesammelt da oben. Tut. Oh, wir fahren Auto. Warte mal. Wow. Dachte, jetzt passiert irgendwas. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Okay, der dachte, die Dinger gehen aus. Magst du mal den Ritter nehmen und das Schild hochmachen? Warte. Ah, guck mal. Mach ich sofort. Hä? Nee, das ist meins hier oben. Ah, ja. Also du könntest durch. Oder wir beide könnten durch, wenn wir das so machen. Nee. Bist du noch durch? Geh ohne mich. Ist da was Ticket bei dir? Was? Okay, dann nicht. Ich bin durch. Hallöchen. Ich hab den nicht verstanden, Entschuldigung. Nee, ist nicht schlimm. Alles gut. Okay, wir haben es ja geschafft, ne? Genau. Ich dachte gerade bloß, du hättest geschrien, weil da irgendwas dicker ist, was ich angreifen will. Nein. Oh. Oh! Hat geklappt. Das ist eine Spinne. Die kommt aber noch nicht. Ich glaube, die müssen wir zerhacken, den Boden. Ach so. Oh ja, muss man. Oh, ich mag deine Eispfeile, die sind super. Ja, die machen, das ist echt super mit den Eisheilen, das finde ich auch. Weiß ich nicht, irgendwie fühlt sich das an, als würde man mit dem Zauberer bloß cheaten. Den man findest jetzt Zeit, du? Ja. Vielleicht ist das ja auch so. Ach, Entschuldigung. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Cheater. Die arme Spinne, weißt du? Scheiße. Immerhin in. Ach, shit, ich hab auch nicht alle. Runtergefallen. Alles okay? Ja. Oh. Nein, oh, sie springt gerade auf die Kiste. So. Was ist denn das große Teil hier? Das sind, glaube ich, mehr Erfahrungspinöpel, falls das Erfahrungspinöpel sind. Hast du den? Ja, 26 Toll. Von 50 habe ich jetzt. Nein, warum ist er nicht gesprungen? Wow. Was denn? Du bist gerade durch die Flammen gerannt. Ja, wo so? Ich hätte ja nicht anders, ich habe keine Kisten mehr da rechts. Ach so. Das ist doof. Musste ich ja. Oh. Die einfach nicht hoch hier, die Pinöze. Das ich war knapp. Geschafft. Soll ich mal den Hebel benutzen? Mach mal den, die bestimmt die Tür unten auf. Ey, spring runter. Ich wollte runterspringen. Ey, kannst du dich nicht bewegen in der Zeit? Nee. Schade. Ah, ist Feuer. Okay, und danke, dass weiter. Du mich beschützt. Ich hab. Entschuldigung. Da stirbst du drin. Echt? Ja, ich glaube. Dass da das Feuer hinkommt. Ich hab echt versucht, dich zu beschützen. Schnell, lauf. Magst du noch einen Meter weiter gehen? Da ist ein Heilpinöpel, danke. Was passiert, wenn man den hier runterdrückt? Ich weiß es nicht. Oh, da kam gerade eine Kugel von links. Wenn du dich da drauf stellst, kommen Kugeln. Lubik. Unter uns sieht ein Tor auf und da kommen Kugeln von rechts. Mhm, warte kurz. Ich konzentriere mich gerade, Entschuldigung. Ich halte die jetzt einfach mal auf. Die Kiste ist gerade kaputt gegangen. Nicht, dass du dich wunderst wegen dem Feuer. Ja, nee, also gut. So, ich habe alle Punkte eingesammelt. Oha. Das war gut. Voll das Mummelspiel. Siehst du, da sind jetzt viele Kugeln, die da runterknüppeln. Du bist ein Spielkalb, echt. Ein Spielkalb? Kennst du das Wort nicht? Nein. Das hört gar nicht mehr auf. Ja, sag ich ja. Aber das ist nicht meine Schuld.
Ah, warte mal. Da ist eine dicke Spinne da hinten. Ich klau mir mal eine Kugel. Und dann packe ich die da einfach drauf. Auf den. Ja. Ach, dann hört das doch auf, oder nicht? Nee, dann hier bloß das Tor auf da unten. Ah, okay. So. Ist die Frage, bleibt das Ding liegen? Machen die Schaden, die Kugeln, oder kommt man da dran vorbei? Ja, man stirbt. Ah, du bist runtergefallen, oder? Ah, ja. Spinne! Geh weg, Spinne! Geh weg, Spinne! Oh, wie nice, dass er jetzt zerfleischt worden ist! Ah, witzig! Entschuldigung. Oh nee, wollte gar nicht. Flupp. Mir das? Irgendwie nicht. Hier ist auch noch ein Teil, ne? Okay. Warte, na denn, denn ist ja einfach. Kannst du die Wand kaputt machen oder kommt das durch? Das kommt durch, ich hab das schon kaputt gemacht. Wenn wir den jetzt nämlich hier drin drücken. Ach so. Kommt da nämlich Luft raus. Und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Genau, einfach über den Pinöpel. Man hätte ein bisschen weiter nach oben gehen müssen. Entschuldigung. Toll. Gut, das war aber nicht schlecht. Drüben. Und hier sind Blubberbläschen. Und eine Spinne. Wo ist eine Spinne? Da oben. Was war das denn für ein Mädchenschrei, bitte? Das war männlich. Nein. Das war nicht männlich. Die Spinne badet gerade. Baden mit Spinnen. Kannst du ja was leisten. Voll explodiert. Ah. Oh. Hast du gerade unten am Feuer wehgetan? So, hier oben ist glaube ich nichts, also, weil wir müssen ganz nach oben einmal mehr noch. Ja, oder nach rechts. Nee, aber ganz nach oben müssen wir glaube ich auch noch einmal. Warum bin ich denn so doof? Erklär mir das, warum bin ich dumm? Warum du dumm bist? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Okay, du hast das Ding da eingesammelt, ja? Sind wir jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Ja, aber nee, ich habe gerade nur das, Kai, also diese Kugel eingesammelt, damit, alle wieder leben. Ja. Ja, da habe ich alles eingesammelt. Ich wollte nochmal ganz nach oben. Ich gehe nochmal ganz zurück, weil ich glaube, wir waren nicht auf dem richtigen Weg. Doch, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ja, aber da war noch ein Weg, wo wir noch nicht lang waren, glaube ich. Weil, da unten war doch das Tor, das haben wir ja nicht. Da kommt man aber nicht rein, glaube ich. Hallo, da bin ich. Okay, doch, da muss man drin kommen. Geht bestimmt. Fängt da jetzt nämlich als Zauberer einfach hier eine Planke hinsetze. Alles klar, die zerknüppeln meine Planke. Will da rüber. Warum kann ich denn hier eine lange Planke machen? Sind alle bloß zu clean? Spring! Schnell! Okay, nochmal. Okay. Ich wusste gar nicht, was gerade Sache ist. Oh, oh. Jetzt komm, hopp, rüber! Spring! Ja! Wow. Sonst ist da nichts? Ja, warte. Nee, sonst ist da nichts. Okay. So. Denn? Hast ja recht gehabt. Ey, Alter! Oh, der hat mich voll weggekickt. Ich will dich retten. Ich will dich retten. Okay. Ach, warte, ich kann doch hier mich ranhängen. Ja, das freut mich. Das kann ich nicht. Scheiße. Nein, 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 nein. Los. Ach. Oh. Und hoch. Ich hab's doch schon mal geschafft. Warum schaffst du es denn jetzt nicht? So. Ah. Hat sie geschafft. Ich auch. Was ein Fieseldiesel. Ja, das ist ein Wort. Dab, da, 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 da. Und hüpf. So. Jetzt aktivieren wir den wieder. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Aber richtig. Aua, du musst sie immer auf meinen Kopf stellen, ne? Ne, ich stell die so, dass sie eigentlich mir auf den Kopf fallen würden. Und dann
kommst Warte, du. Mach mal, dreh das mal ein bisschen weiter nach oben hier, das Ende, wo ich gerade draufstehe. Nee, anderes, genau. Nee, das andere. So. Noch ein bisschen weiter oben. Ja, aber du rutschst gleich runter. Rutscht. Toll. Bin ich da vorbeigelaufen. Ach, ich dumm, Alter. Mhm. Nein. Würde ich niemals sagen. Ey, ich hab einen Levelaufstieg. Jetzt kann ich das, was auch immer wir vorhatten, machen. Dieses magnetische Ding? Ja. Der Zauberer entwickelt seine meisterhafte Herbeizauberungsmagie noch weiter. Magnetisiert herbeigezauberte Objekte, die sich dann an metallenen Objekten befestigen lassen. Okay. Hilft uns das? Ja, bestimmt. Okay. Das ist bestimmt gut. Habe ich jetzt erstmal gekauft. Oh, hier oben ist eine Kiste. Ja, da versuche ich schon die ganze Zeit ranzukommen. Ich lauf einfach runter. Hat keiner gesehen. Ah! Das ist voll schwer, hier Balance zu finden. Nein! Hallo! Hallo. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und öffne die Kiste. Ja, macht das. Oh, ja, ein Gedicht. Meine Schwester ist schlau, der Verstand wohl geübt. Doch sorge ich mich, da ihre Stimmung sich trübt. Ach stimmt, die Blume war ja die Schwester. Die, genau. Oder diese Blume sucht ja die Schwester. Weiß nicht, wie wir da oben rankommen sollen. Ich auch nicht, ich bin gerade zu dumm. Warte mal, mach das Ding mal gerade hier bitte. Mach das Ding mal gerade. Und dann stell da Kisten mal. Mach das komplett gerade, genau, und stell das Kisten versuche ich ja die ganze Zeit. Genau in die Mitte müssen die rauf. Wenn du mir sagst, wo genau die Mitte ist. Das war nicht die Mitte. Aber ich glaube, das geht gar nicht so von der Physik her vom Spiel, oder? Warte. Genau, drück die mal so runter am besten. Mhm. Komm mal bitte. Eine Kiste. Ja. Nein. Nein, den anderen kriegen wir nicht. Doch, den kriegen wir. Ich muss halt bloß schaffen, drei Kisten hochzupatschen. Kriegen wir schon hin. Vertrauen Sie mir mal, junge Dame. Wow. Okay, das ist einfach viel zu schnell. So, gerade hinstellen. Okay, weiter. Nein. Okay. Jetzt drück das runter, damit sich's nicht bewegt, damit ich da raufspringen kann eben. Komm mal erst zu mir. Nee, ich kann auch so. Ja, aber ich hab Angst, dass ich. Okay. Sehr schön. Alter, eigentlich ist das bestimmt gar nicht so gedacht, wie wir das machen, oder? Das denke ich mir halt auch immer. Mega gut. Eigentlich sind wir voll das gute Team. Eigentlich. Und uneigentlich. Da kommt ein Vieh raus. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist gerade aus der roten Grütze gekommen. Oh nein, da kommt noch ein Vieh. Wir müssen das Feuer da abstellen. Ja. Bin schon dabei. Feuer ist aus. Sehr schön. Steckt da jetzt einfach ein Pinöpel drauf. Bitte? Plopp. Warte. Hier gibt's ein Pinöpel, da kann man einfach ein Pinöpel draufstecken. Du warst jetzt um. Der will irgendwas öffnen. Bei mir steht jetzt mitten im Bild öffnen. Oh, öffnen? Aber ich weiß immer nicht, was er öffnen will. Oh Gott, nee, das weiß ich auch nicht. Also bei mir steht nichts. Nee, jetzt. Doch, jetzt schon wieder. Wie ich dir gerade unten einfach das Feuer ausgemacht hab. Mensch, bin lieb. Oh, ich glaube, ich gehe gerade weiter. Scheiße. Jetzt steht also hier unten geht es auf jeden Fall weiter. Und hier unten warst du noch nicht gucken, ne? Und hier unten, ne, bei mir geht's weiter. Ne, bei mir geht's weiter hier. Okay. Weil ich habe hier die Portale dann. Ah. Und ich habe hier auch so eine Kugel. Ich habe hier gerade drei Kugeln. Vier Kugeln, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme.
Nein, ich meine, ich habe so eine Kugel, wo man die Leute ja. Im Checkpoint. Ja, schon klar. War falsch ausgedrückt. Ausdrücken. Was? Oh Gott. Oha. Ja, richtig. Aber da unten die komische Klappe hinten, die nervt mich gerade. Wenn ich jetzt in Sachen magnetisieren kann, warum klebt die nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß wie. Stell Kissen schnell auf, wenn das Ding vorbei ist. Ein paar mehr. Naja, ja. Ein bisschen schneller. Ja, warte, das geht noch. Du bist perfekt. Dankeschön. Dann geht jetzt bestimmt nur die Kiste auf. Nee. Ne. Na doch, hier, das komische Ding da unten. So, genau. Jetzt kommt man rüber. Oh, Entschuldigung. Respekt so, an dich, sehr schön. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und ich denke mir so, boah, du musst schnell die Kisten aufstellen, weil sonst explodieren die wieder gleich. Und oh, aber es hat geklappt. Ja. Ich hätte auch gedacht, du musst 3 Kisten aufstellen, nicht nur 2. Ich werde immer besser in diesem Spiel, wa? Alles klar, okay. Okay, da haben wir die Portale. Guckst du eigentlich auf die Zeit? Ja, die Zeit ist schon um. Alles klar, die Zeit ist schon um. Ja, so schnell geht es auf einmal die Zeit um. Wie viele Minuten die Zeit schon um ist, werden wir dann sehen. 1 Minute 35. Ja, guck, jetzt haben wir diese 1 Minute 35 wieder reingeholt. Stimmt. Haben wir hier gut gemacht. Hab ich doch gesagt. Gutes Zeitgefühl habe ich. Dann würde ich mal sagen, Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Ciao.